Panzer kommt, der dich abholen wird. Das darf deine letzten Worte sein. Ich werde diesen kleinen Kommunier da meine letzten Worte entziehen. Das würde ich gern sehen. Nein! Bitte! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel! Hast du alles? Nein. Aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Guapo! Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Eindringlinge! Verstanden am Boden! Eindringlinge! Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Eindringlinge! Eindringlinge! Un muerto! Moviéndome! No pare! So viel zu leise. Gehen wir.
Na los. Bin dir auf den Fersen. Sei brav, Pferdchen. Ist doch gut gelaufen. Ja, ja! Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Sie, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie. 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgruben-Scheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Ganz ruhig. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich erschwert zu haben. Okay. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich erschwert zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Pack ausgemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugeben würde. Jetzt wird Papa seine eigene kleine Revolution machen. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein, schon gut. Ist ein gutes Training. Hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriera. Das Schwert und die Heldin! Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Sie hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Dale, papá. ¡Ese jefe! ¡Claro que sí, cojones! ¡Dale, dale, dale! Oh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Okay. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani.
von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist ihre Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Heldin. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los. Lass alles stehen und liegen. Mein Freund Dani Trejo ist in Yara, um uns zu helfen, aber das Militär verfolgt ihn. Dani Trejo? Wie der Machete Dani Trejo? Wie der Trejo aus Heat? Wie Navajas aus Desperado? Ach, hau doch ab, Juan. Krieg dich wieder ein. Wir kennen uns schon ewig. Ich trinke ihn unter dem Tisch, seit er hier ist. Eigentlich trinkt er nicht, aber das ist egal. Er ist jetzt hier. Nicht, dass ich dir auch nur ein Wort glaube, aber wenn ihr so gute Freunde seid, warum hilfst du ihm dann nicht? Weil zwei Dannys besser als ein Danny sind. Es ist perfekt. Er ist auf der Krokodilfarm Rey del Diente in Barrial. Beeil dich! Danny, jetzt musst du deine beste Erast van Doren-Imitation abliefern. Was? Erast van Doren, der berühmte russische Detektiv in Boris Akunins Roman. Coño, Danny, seine Bücher gibt es in 35 Sprachen. Vergiss es. Ich habe ein Rätsel für dich. Okay. Worum geht's? Ein paar Guerilleros sollten in Rio de Plata eine C4-Lieferung abgreifen. Sie werden vermisst. Was noch komischer ist, ich habe russische Funksprüche abgefangen. Anscheinend sind Yaras alte Verbündete zurück, um gegen Libertad zu kämpfen. Glaubst du, die haben das C4? Weiß nicht. Deshalb rufe ich ja dich an. Erast van Doren. Ja, ja. Ich löse den Fall. Hallo? Die haben das erste Blut vergossen, nicht ich. Wer verdammt ist da? Hör auf damit! Ich leg jetzt auf, Arschloch. Warte. Sag mir nur eins. Erkennst du diese Sprüche wieder? Klar, das ist aus Rambo. Teil 1, oder? Ha! Ich wusste es! Du bist es wirklich! Wie bitte? Was willst du? Ich will, was die da wollen. Was auch jeder andere wollte, der hier rüberging. Sein Blut vergoss. Und alles gab, was er hatte. Ich will, dass uns unser Vaterland genauso liebt, wie wir es lieben. Und was genau soll das bedeuten? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Naja, komm zu mir in meine streng geheime Basis. Ich brauche deine Hilfe. Streng geheim, okay. Du verrätst mir nicht, wo sie ist? Ja, gut. Peninsula Ventosa. Beeil dich. Lara, ich habe die Monteros getroffen. Wie ist es gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Eine von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Wo du recht hast, hast du recht. Ich dachte, er wollte sie in seine Krokodilso... Vielleicht noch. Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo.
Düster, aber wahr. Die Arbeit wird... Nicht weniger. Tja, ich habe dieses alte Fleisch hier. Willst du einen Snack? Ja, das willst du. Da. So hart musste ich noch nie für die Liebe eines Hundes arbeiten. Aber du verdienst das, Perito. Oh, das sollte reichen, damit wir Amigos werden, oder? Oder? Die Jugend in Yara muss bewaffnet werden. Sonst haben sie keine Chance. Komm und kauf was. Nur ein paar Massenvernichtungswaffen. Tu dir was Gutes. Ah, eine neue Guerriera. Wow, wo willst du denn hin? Du willst, dass ich... Okay, ich folg dir. Was hast du denn da? Ist das für mich?
Cool. Schlaue kleine Wurst. Noch ein Geschenk? Chorizo, womit habe ich das verdient? Hey, nicht schlecht, Chorizo. Junge. Gewalt ist einfach. Cornio, du warst ja richtig fleißig, was? Mierda, du bist einfach zu gut zu mir. Weiß Fili von all dem? Ach, was sag ich. Wahrscheinlich hat er dir geholfen, den ganzen Kram zu stehlen. Gracias, Chorizo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.